In gewisser Weise kann man sagen, für die Aktienmärkte ist die Corona-Krise jetzt vorbei, denn erstmals ist die realisierte Volatilität auf dem Stand von vor der Corona-Krise, dazu gleich mal mehr. Die Frage ist aber, ist die Corona-Krise wirklich vorbei? Denn wir sehen in vielerlei Hinsicht, dass für die Realität am Boden eben diese Corona-Krise nicht wirklich vorbei ist. Aber schauen wir uns mal die Dinge im Einzelnen an. Beginnen wir mit dem VIX, mit der realisierten Volatilität. 20-Tages-Durchschnitt und hier sehen wir, jetzt sind wir das erste Mal wieder auf dem Niveau von Januar, als die Welt ja in Ordnung war, als die Märkte ein Hoch erreicht hatten. Dann ging es ja leicht nach oben mit der Volatilität und jetzt sind wir wieder zurück auf diesem Niveau. Damit ist eigentlich offiziell, wenn man so will, für die Aktienmärkte die Corona-Krise abgehakt. Es ist jetzt erledigt und wir sehen die bekannten Auswüchse. Wir sehen neue Allzeithochs beim S&P 500, beim Nasdaq. Und es war mal wieder zu Beginn eine Aufstufung, die letztendlich diesen Move mit initiiert hat, nämlich Wedbush hat Apple aufgestuft und gesagt, ja, also im bullischen Fall steigt die Aktie auf 700. Was ist aber der bullische Fall? Den schauen wir uns mal in der Realität an. Hier sehen wir auf der einen Seite die Kurve, die nach oben zeigt. Das ist die Marktkapitalisierung, bekanntlich ja über 2 Billionen Dollar bei Apple. Und auf der anderen Seite haben wir sowohl Umsatz als auch Gewinnwachstum. Das sind die Grafiken, die nach unten zeigen. Also wo ist da der bullische Case in Sachen Geschäftsmodell? Wir sehen kaum mehr Wachstum bei Apple, aber die Kursziele werden permanent erhöht. Das ist durchaus interessant und ein Grund für diesen Aufschwung der Apple-Aktie, die heute wieder gestiegen ist, für den Aufschwung der Tesla-Aktie, die nach einer Kaufempfehlung nach einer Anhebung des Kursziels auch heute gestiegen ist, ist der Aktiensplit. Sowohl Apple als auch Tesla haben ja diesen Aktiensplit angekündigt. Und wir sehen, dass manche Amerikaner wie Dave Portnoy, der Held der Robin Hood, das ganz klasse findet. Er sagt ja, ich mag es, wenn Aktien gesplittet werden, weil dann kriegt man mehr Aktien und Aktien steigen ja immer. Also ist es ja sozusagen doppelt gut. Und hier Tom McLellan, bekannter Charttechniker, sagt, naja, das ist wie ein Mann, der in eine Pizzeria geht und dann sagt der Pizzabäcker, naja, willst du die Pizza in 8 oder in 6 Stücke geschnitten haben? Und dann sagt der Kunde sagt dann, naja, in 6, weil ich weiß nicht, ob ich 8 Stücke wirklich schaffe. Das bringt so ein bisschen die Unlogik, bringt so ein bisschen das auf den Punkt, was eine Euphorie bei manchen hier der Fall ist. Aktien können nur steigen. Und wir sehen, dass dieses Mantra derzeit auch am Optionsmarkt der Fall ist. Wir haben hier zum Beispiel, was den Triple Q betrifft, das ist praktisch das maßgebliche Nasdaq ETF, die geringste Shortquote seit März 2019. Wenn wir uns hier mal die Vola des Nasdaq anschauen, sogenannte VXN, die CME, die Chicago Mercantile Exchange, hat ja hier einen neuen Future auch an den Start gebracht, eben diesen Nasdaq Volatilitäts-Future mit dem Kennzeichen VXN. Da sehen wir, wir sind nach wie vor auf dem Weg nach unten, aber es bildet sich so eine Badewanne. Das deutet darauf hin, dass irgendwann die Vola möglicherweise in den nächsten Wochen, mein Tipp ist ja immer so, naja, 5. bis 15. September, dass da ein Vola-Schub kommen wird. Und interessant ist, dass wir, wenn wir uns den Nasdaq mal betrachten, dann sehen wir, dass wir bei dem Abverkauf, kurz vor dem Tief, hatten wir einen riesigen Volumenspike. Das ist praktisch so, dass dann wahnsinnig viel Volumen gehandelt wurde. Man sieht so etwas oft vor Tiefs, das heißt, dann ist der totale Ausverkauf und dann drehen die Märkte. Und interessant ist, dass wir praktisch auf dem Hochpunkt im Juni ähnlichen Volumenspike gesehen haben, sogar einen höheren Volumenspike als den im März. Und in der Tat, so um den 10. Juni herum sind zwei Dinge passiert. Erstens ist die Bilanzsumme der Fed getoppt. Da ging es seitdem nicht mehr drüber. Und die meisten Aktienmärkte haben auch da um den 10. Juni rum ihr Allzeithoch erreicht, mit Ausnahme des S&P 500 und des Nasdaq. Aber auch der DAX steht tiefer. Seitdem europäische Indizes tiefer, Russell 2000 tiefer, Dow Jones tiefer. Also das ist etwas sehr Ungewöhnliches, dass sozusagen an einem Top nochmal dieses Volumen der Fall ist. Es geht dann ein bisschen runter, aber es geht dann noch weiter rauf. Zumindest
für die beiden Indizes, der S&P und den Nasdaq. Und wenn wir all das jetzt mal abgleichen, nämlich die These der Aktienmärkte, die Corona-Krise ist erledigt, mit der Realität am Boden sozusagen, dann sehen wir hier die sogenannten Small Caps, also die kleineren Firmen in den USA, wie viele davon am Start sind. Und wir sehen, da gibt es eine deutlich rückläufige Tendenz. Das heißt, da wurden viele wieder aufgemacht. Aber inzwischen eben ein Teil dieser Firmen, die zwischendurch aufgemacht hatten, sind jetzt wieder geschlossen. Das passt irgendwo nicht so ganz zusammen. Und es passt auch nicht zusammen, dass die Anzahl, die Prozentzahl derjenigen stetig zunimmt, die sagen, das sieht für mich so aus, als würde ich meinen Job permanent verlieren, während der Anteil derjenigen abnimmt, die sagt, naja, ich glaube, dass der Jobverlust nur temporär ist, also vorübergehend ist. Auch das ein etwas merkwürdiges Zeichen. Und die Stimmung insgesamt in den USA, auf die Frage hin, findet ihr, dass in den USA die Dinge richtig laufen oder falsch laufen? Da sagen derzeit nur noch 13% der Befragten, ja, die Dinge laufen richtig. Vor nicht allzu langer Zeit waren es noch über 40%. Also man merkt, dass jetzt so ein bisschen die Unruhe ist bei Main Street. Man wartet auf die Schecks. Und apropos Schecks, wir schauen uns mal an, ich wollte erstmal diese Grafik eigentlich zeigen, wir schauen uns mal an, ab welcher Summe oder bei welcher Summe diese Schecks letztendlich dazu führen, dass die Amerikaner mehr verdienen. Bei $600, diese Schecks, die ja monatlich lange Zeit ausgeliefert wurden, nämlich bis Juli, zwischen April und Juli, waren es sagenhafte 76%, die dadurch mehr verdient hatten, wenn sie arbeitslos waren, als zuvor. Wenn wir das jetzt mal runtergehen, 500, 400, $300. $300 ist ja das, was jetzt nochmal ausgezahlt wird durch diese Exekutivorder von Donald Trump. Dann sind es immer noch 51% der Betroffenen, die dann mehr verdienen als zuvor. Das ist schon ein Stück weit der Hammer. Aber die Frage ist, was kommt eben nach diesem Scheck? Denn das wird nur einmal passieren. Das ist also keine fortlaufende Geschichte, solange sich US-Demokraten und Republikaner nicht geeinigt haben. Aber schauen wir uns mal das Wunder in den Charts an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq, meine Damen und Herren. Der Nasdaq, ein 104-Stunden-Chart. Alle Charts, die ich hier zeige, im 4-Stunden-Chart. Hier sehen wir, sind wir bei 11.930 Punkten. Hurra! Es geht weiter nach oben. Neues Allzeithoch, ganz klar. Wir sehen das auch für den S&P 500. 3.474 Punkte weiter nach oben. Auch der DAX hat es jetzt geschafft, über die 13.200er Marke zu steigen. Schauen wir uns noch ab. Abschließend Gold an. Da ist eine Drehung passiert, nachdem es hier nochmal nach unten ging heute. Dann eine starke Kerze nach oben, kann also zulegen, und auch der Euro kann seine zwischenzeitliche Schwäche ablegen. Die Flut hebt eben alle Boote. Derzeit sozusagen ein einziger Trade. Entweder man ist Dollar Short, oder wer Dollar Short ist, der ist gleichzeitig im Prinzip Long in Aktien. Der Dollar fällt, wenn die Aktien steigen, dann steigt in der Regel auch Gold, dann steigt der Euro-Dollar, dann steigen die Metalle. Also es ist insgesamt sozusagen ein einziger Trade, und dieser Trade, der wird ausgereizt, so lange, bis das Pferd totgeritten ist. Es geht einfach weiter, die Differenz aber wird immer radikaler, die Lücke zwischen dem, was sozusagen faktisch am Boden mit der Corona-Krise passiert und was faktisch in den luftigen Höhen der Wall Street passiert, die wird ein bisschen radikaler. Und meine These ist, dass diese Kluft sich irgendwann ein bisschen schließen muss, denn alles andere wäre doch durchaus ungewöhnlich. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend, und wir sehen uns morgen zum Videoausblick, wenn Sie möchten, aber nicht zum Marktgeflüster morgen, denn das fällt aus, da bin ich anderweitig verpflichtet. Also morgen nochmal Videoausblick, und dann geht es am Freitag weiter. Morgen ja die Rede von Jerome Powell. Die wird interessant, wenn auch gleich wohl ein bisschen technisch. Mal sehen, was die Märkte damit anfangen. Bis dann. Servus und ciao.